Hallo zusammen, wir wollen Ihnen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten Jörg Büttner vorstellen. Jörg Büttner hat sich vorgenommen, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Also von Dover in England nach Calais in Frankreich. Das sind etwas mehr als 30 Kilometer. Wir wollen jetzt mal schauen, schafft er das? Wie sieht seine Vorbereitung aus? Das ist nicht etwa ein Leistungs- oder Hochleistungssportler, nein, das ist der Nachbar um die Ecke. Er hat sich einfach mal vorgenommen, ich schaffe das. Und wir wollen ihm dabei über die Schulter gucken. Wir wollen schauen, was macht er, was muss er machen. Da gibt es ja auch Vorschriften. Welche Leistung muss er erbringen bis dahin, damit er überhaupt zugelassen wird, damit er überhaupt schwimmen darf. Und das ist spannend. Und wir schauen dabei zu. Und Sie, ihr könnt also da auch dabei sein und immer mal reinschauen, was da auf Facebook im Internet los ist, rund um diesen Jörg Büttner. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß dabei. Diese Strecke von Amerika nach England will Jörg Büttner nicht durchschwimmen. Er ist da wesentlich bescheidener und beschränkt sich auf den Ärmelkanal von Dover, England nach Calais, Frankreich. Das sind 32 Kilometer. Und das will er schaffen und das schafft er auch. Meistens sind es ein paar Kilometer mehr, da die Schwimmer durch die Strömung abgetrieben werden, aber heute ist das eigentlich gut organisiert, sodass es nicht so ist wie 1875, da ist der Engländer Matthew Webb in 21 Stunden durch den Ärmelkanal geschwommen. Das waren dann auch über 70 Kilometer, weil er eben stark abgetrieben wurde. Hallo, heute ist der Tag, an dem es ernst wird. Wir stehen hier am Strand von Dover bei England und Jörg Büttner wird sich gleich in die Fluten stürzen, um den 35 Kilometer Marathon nach Calais zu schaffen. Nein, der große Tag ist noch über 400 Tage entfernt. In Wirklichkeit sind wir hier in Hamburg am Elbstrand und unser Schwimmer und Protagonist sitzt hier noch, ist am Anfang seines Trainings und soll heute von Professor Dr. Schulte-Messdorf interviewt werden und physisch und psychisch auf sein großes Abenteuer vorbereitet werden. Jörg, Lebenstraum. Gibt es für dich ein Schlüsselereignis, was dazu führte, dass du jetzt durch den Ärmelkanal schwimmen möchtest? Ja, hallo. Ich habe 2009 eine Fernsehreportage gesehen über einen Weltrekordversuch im Schwimmen über den Ärmelkanal von einem Spitzentrainer und einem Spitzensportler, was natürlich überhaupt nicht mein Ziel ist. Aber seitdem hatte ich den Virus halt im Kopf und das hat im Prinzip bis ja, dieses Jahr gedauert. 4 Jahre bin ich damit schwanger gegangen mit der Idee, ob man das nicht auch schaffen könnte. Und dann habe ich mir gesagt, ich will es einfach probieren und alles dafür tun und sehen, dass ich das im nächsten Jahr auch schaffen kann. Was macht dich da so optimistisch, dass du das schaffst? Optimistisch ist eine Erfahrung halt im Sport oder generell, dass man, wenn man sich was wirklich vornimmt, dass man das auch schaffen kann. Ich habe früher 4 Jahre gekämpft, bis ich einen Studienplatz hatte. Als ich den dann endlich bekommen habe, hat mir das gezeigt, man muss nur hartnäckig bleiben und dann kann das klappen. Ich habe mal eine größere Radtour vor mehreren Jahren schaffen wollen, von Leipzig mit vielen Freunden an die Ostsee und bin relativ kläglich gescheitert schon bei der Hälfte. Und das hat mich aber so gewurmt, dass ich das dann 3 Jahre später, 2009, nochmal probiert habe. Und dann hat es geklappt. Ich war zwar wieder Letzter, aber ich habe das geschafft, war nach vielen Stunden im Ziel. Ja, und saß dann wirklich faul und mit müden Beinen auf dem Fernsehsessel. Und dann kam eben besagte Reportage im Fernsehen. Ja, schlagartig hatte ich ein neues Problem im Kopf. Okay, sozusagen Misserfolge als Erfolgsrezept, das ist auch interessant. Gibt es in dem Zusammenhang mit dem Durchschwimmen des Ärmelkanals Ängste, die du hast? Also Ängste gibt es natürlich viele. Ich denke, man kann sich natürlich möglichst gut vorbereiten, dass man auf dem Begleitboot einen Rettungsschwimmer hat. Hofft man natürlich, man hat von mehreren Todesfällen gelesen, die es halt gegeben hat im Kanal, aber das gibt es bei Fahrradrennen halt auch. Ich habe großen Respekt vor dem Thema Quallen, nicht unbedingt, dass sie mir gefährlich werden können, aber trotzdem, allein das Anfassen ist unschön und ich habe auch schon mal Erfahrung mit einer Feuerqualle gemacht. Das fühlt sich auch wirklich unangenehm an und bleibt eine Weile im Kopf hängen und man sieht auch wirklich was und weiß ich nicht, wie mein Körper reagiert, sowohl physisch als auch psychisch, wenn ich da wirklich mal in den Schwarm reingerate, weil da gibt es nicht aus dem Boot und weiterschwimmen geht nicht. Einmal Boot angefasst und der Versuch ist zu Ende.
Wie hast du denn so deinen Plan gestaltet? Gibt es da einen festen Trainingsplan oder wie machst du das jetzt? Du arbeitest vollschichtig, soweit ich weiß. Wie setzt du das jetzt um? Man muss doch dafür trainieren. Ja, also das ist natürlich immer ein organisatorisches Problem. Das ist richtig, ich bin voll berufstätig. Ich habe eine Tochter, die wohnt 450 Kilometer weit entfernt, die ich regelmäßig besuche. Das heißt, diese Besuchungen sind dann für Training halt ein Totalausfall. Aber Tochter steht an Nummer 1, Schwimmtraum ist Nummer 2, ganz klar. Und ansonsten versuche ich das halt so gut es geht zu organisieren. Das heißt, jetzt im Sommer kann man halt im Freibad nutzen. Da sind die Temperaturen ein bisschen besser. Man kann auch mal im Regen schwimmen. Da hat auch den Vorteil, dass man im Schwimmbad relativ viel Platz hat zu solchen Wettern. Aber das trainiert einen halt besser für den Kanal. Es ist natürlich im Kanal kälter als in jedem Freibad, wenn es aufmacht in Hamburg. Weil die Wassertemperatur im Kanal sind eher 14 bis, wenn es sehr gut kommt, mal 17 Grad. Das kann man kaum trainieren. Da muss man sich eher an Örtlichkeiten begeben. Sei es eben dann die Nordsee. Oder sei es schon im Frühjahr ins Mittelmeer. Wenn man das machen will, kostet Geld. Ansonsten ist es schwierig. Ja, in die kalte Badewanne legen, kalt duschen, was einem halt hilft. Und ansonsten ist es natürlich viel schwimmen, viel trainieren, lange Strecken schwimmen. Ja, und das ist die Herausforderung, die jetzt in den nächsten 14 Monaten vor mir steht. Einerseits überhaupt erstmal die Bedingungen organisatorisch zu schaffen, sei es Geld zu beschaffen für ein Trainingslager, mir die Wochenenden freizuschaufeln, sei es den Verein zu suchen, wo ich im Frühjahr in kaltem Wasser trainieren kann, auch die Qualifikationssachen schaffen. Da ist vieles zu tun, aber immer Stück für Stück. Und im Kopf weiß ich immer, ich muss die Trainingsbelastung logischerweise erhöhen, sodass die Schultern das mitmachen, der Kreislauf das mitmacht. Was sagt deine Umwelt zu deinem Plan? Deine soziale Umwelt? Ja, ich glaube, verrückt. Mach mal. Aber auch der kann es schaffen. Habe ich eben auch gehört, dass manche Leute wissen, so, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann kann ich das erreichen. Aber ansonsten ist es halt eben viel Skepsis, weil es einfach eine große Herausforderung ist. Und weil, das habe ich auch gemerkt im Verhältnis zu anderen Sportarten, den Leuten fehlt der Vergleich. Dem ist es eigentlich egal, ob ich sage, ich will 10 Kilometer mehr schwimmen oder 35. Magst du mal für uns schwimmen? Ja, gerne. Okay, Jörg, dann wollen wir jetzt sehen, ob du schwimmen kannst. Also für mich sieht das ganz gut aus. Er ist ja doch schon recht kräftig. Naja. Mal gucken, wie der Swim-Stil so aussieht. Ganz ehrlich, ein paar Baustellen gibt es ja doch. Ja, schwimmen kann er. Das finde ich schon mal gut. Also ich habe noch keine wirkliche Meinung, wenn ich mir Jörg anschaue. Ich weiß es nicht. Ich frage mal einfach unsere Zuschauerinnen am Strand. Ja, was glauben Sie? Sie haben das ja mitbekommen, dass hier der junge Mann 34 Kilometer schwimmen möchte durch den Ärmelkanal. Was meinen Sie, schafft der das? Also von der Motivation her doch. Ich würde im ersten Moment sagen, das könnte was werden. Wobei man sich das schlecht vorstellen könnte auf der anderen Seite wieder. Weil er sieht ja nicht so gerade aus, als wenn er jetzt im Training wäre. Ja, Sie haben da auch so Ihre Zweifel. Ja. Also ich bin auch sehr skeptisch, dass das funktioniert. Das ist doch eine lange Strecke und ich bin sehr skeptisch, aber gespannt, ob das was wird. Danke für Ihre Meinung. Also die Meinung der anderen teile ich eigentlich auch, aber ich glaube schon, dass er das schaffen könnte, weil er einen Ehrgeiz schon zeigt. Sonst würde er es ja hier, glaube ich, gar nicht mitmachen. Ja, stimmt. Das hat mich auch beeindruckt. Ja, also das sind noch einmal diese 32,31 Kilometer, der kürzeste Abstand zwischen beiden Küsten, also England-Dover und Frankreich-Calais. Der Ärmelkanal zählt mit etwa 500 Schiffen pro Tag zu den meistbefahrenen Wasserstraßen dieser Welt. Für die Schwimmer ist das zuweilen nicht ganz unproblematisch. Erschwerend kommt noch hinzu, dass auch im Sommer die Wassertemperatur kaum über 17 Grad Celsius ansteigt und dadurch Unterkühlung droht. Und Wetter, Wind und Strömung machen den Schwimmern noch zusätzlich zu schaffen.